und ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Heute gibt es eine super leckere Spreewälder Kürbissuppe. Ja, das Wetter ist bei uns heute richtig, richtig schlecht. Es regnet, es ist kalt, es ist einfach Herbst. Und was passt da besser als so eine leckere Kürbissuppe? Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die heute für euch abzudrehen. Und sie geht auch relativ schnell, ganz einfach, mit dem Thermi sowieso. Und wir brauchen auch nicht viele Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox, genauso wie die Zubereitung. Zum einen brauchen wir jetzt etwas Wasser, dann Gewürzpaste für Gemüsebrühe, Kartoffeln, Zwiebel, Butter, etwas Kürbisfleisch, Senf, Schmand, ein Spritzer Worcestersoße, Milch, Pfeffer und Salz. Und das war's dann auch schon. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe wieder meinen tollen Deckelhalter im Mixtopf drin. Ich habe es euch ja schon im letzten Video ein bisschen erzählt. Ich finde es eine super Anschaffung. Es ist ein ganz tolles Zubehörteil für den Thermomix. Man kann den Deckel einfach hier oben reinhängen. Der ganze Deckelhalter ist einfach reingeklickt, ist spülmaschinenfest und ich finde es eine richtig tolle Erfindung. Ich möchte ihn nicht mehr missen und ich habe ihn noch gar nicht lange. Der Link zu diesem Deckelhalter, den findet ihr unten in der Infobox, beziehungsweise den Deckelhalter gibt es in meinem Amazon Online Shop. Also schaut da einfach mal, der Link steht in der Infobox. So, damit habe ich noch mal ganz kurz auf den Deckelhalter hingewiesen. Er ist von mir selber bezahlt, es ist keine Werbung, keine Kooperation, ist von Mixcover und damit auch schon Ende. So, jetzt legen wir aber mal los. Und zwar brauchen wir jetzt als erstes Wasser. 500 Gramm gebe ich in den Mixtopf. Jetzt gebe ich einen gehäuften Teelöffel von meiner selber hergestellten Gewürzpaste für Gemüsebrühe ins Wasser. Wer jetzt keine selber hergestellte Gewürzpaste hat, der kann auch einen Würfel Gemüsebrühe dazugeben. Gar kein Problem. Jetzt muss ich ganz schnell leider meinen schönen Halter rausklicken, aber das ist gar nicht schlimm. Geht ja rucki zucki, weil ich jetzt mein Garkörbchen einhänge. Und zwar habe ich mir da schon 300 Gramm Kartoffeln vorbereitet. Ich habe sie geschält und in Stücke geschnitten. Und die werden jetzt gekocht. Deckel aufsetzen, 20 Minuten bei Varoma auf der Stufe 1. Ja, die Kartoffeln sind vorgegart. Die holen wir uns jetzt raus, also das Garkörbchen mit Hilfe des Spatels einmal rausholen. Ich stelle es mir auf den Teller. Lange an die Seite, bis ich die Kartoffeln brauche. Die Garflüssigkeit, ganz wichtig, jetzt nicht wegschütten, sondern die müssen wir auffangen, weil die brauchen wir nachher noch. Also nehmt euch da ein Gefäß und füllt die Garflüssigkeit um. So, jetzt mache ich mir als erstes schnell wieder meinen Deckelhalter, setze ich mir in den Mixtopf ein. Ich finde das nämlich wirklich eine ganz tolle Sache. Da ist nämlich meine Arbeitsplatte nicht immer so voll getropft. Ihr kennt es ja, wenn was am Deckel hängt und man legt einen Deckel an die Seite, dann ist da immer ein bisschen daneben gekleckert, voll getropft und so fließt alles, was am Deckel eigentlich hängt, wieder in den Mixtopf rein. Super praktisch. Finde ich richtig, richtig klasse. So, jetzt kommen 100 Gramm Zwiebeln, ungefähr eine Zwiebel in den Mixtopf. Und zwar habe ich mir die geschält und geviertelt. Und die wird jetzt erstmal zerkleinert. 3 Sekunden auf der Stufe 5. Jetzt schiebe ich einmal alle Zwiebelstückchen vom Rand runter mit meinem Spatel und gebe 30 Gramm Butter dazu. Ich habe hier kleine Stückchen gemacht und mir die Butter schon abgewogen. Und jetzt werden die Zwiebelchen angedünstet. 2 Minuten 30 Sekunden bei 120 Grad auf der Stufe 1.
So, nachdem die Zwiebelchen schön angedünstet sind, kommen jetzt eigentlich die restlichen Zutaten dazu. Ihr könnt die Suppe super, super vorbereiten. Das geht richtig, richtig gut. Falls ihr abends nur noch die Suppe aufwärmen wollt, könnt ihr sie am Morgen zubereiten oder am Tag vorher gut kalt stellen und dann nur noch aufwärmen. Also ist richtig ein leckeres Rezept. Jetzt kommt Kürbis dazu, und zwar 450 Gramm Hokkaido-Kürbis habe ich jetzt gewählt. Ich finde es immer ganz praktisch, weil man den Kürbis nicht schälen muss, nur gut abwaschen und dann die Kerne rauslöffeln und in Stücke schneiden. Die Stücke sollten ungefähr 2 cm groß sein, und das kommt jetzt hier in den Mixtopf dazu. Dann ein Teelöffel Senf. Könnt ihr einfach den Senf nehmen, den ihr da habt. Ich nehme gerne den von Tomi, das ist so ein mittelscharfer Senf. Dann kommen 200 Gramm Schmand mit rein. Ein Becher. So, kurz auskratzen. Dann 2 Spritzer Wustersoße. 1, 2. 500 Gramm Milch, die habe ich mir schon abgewogen. Hoppala, na super. Da ist jetzt ein bisschen was daneben gegangen. Das werde ich kurz mal beseitigen. Alles wieder schick. So, jetzt brauchen wir von der aufgefangenen Garflüssigkeit 250 Gramm. Falls es nicht mehr ganz 250 Gramm sein sollten, können wir das mit Wasser einfach auffüllen. Ja, doch, passt. Prima, sogar mehr. Sehr schön. Und jetzt kommt noch ein Teelöffel Salz dazu. Und ein halber Teelöffel Pfeffer. Das mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle. Einfach so Pi mal Daumen. Per Augenmaß. Ich schmecke die Suppe ja hinterher sowieso noch ein bisschen ab. Und die Kartoffeln kommen natürlich auch noch mit rein. Die dürfen jetzt noch ein bisschen weiter mitgaren. So. Na, kommt raus. So. Prima. Jetzt wird das Ganze weiter gegart. Und zwar 14 Minuten. 14 Minuten bei 98 Grad. Auf der Stufe 1. Jetzt nur noch die Suppe pürieren, und zwar 20 Sekunden auf der Stufe 5,5. Abschmecken und heiß servieren. So, mal schauen, ob mir wieder ein bisschen Salz fehlt. Ich muss es leider gestehen. Also würzt es bitte nach eurem Geschmack etwas nach oder überhaupt ab. Ich mische das gerade kurz mit meinem Spatel. Aber sie schmeckt unglaublich lecker. Sowas von super cremig. Ihr seht es ja selber. Einfach richtig, richtig yummy. Perfekt. Jetzt ist sie genau perfekt. Einfach ein Traum. Probiert sie unbedingt aus. Ich werde sie jetzt gleich heiß servieren. Noch ein Stückchen Baguette oder irgendwas dazu reichen. Und dann ist das Mittagessen auch schon fertig. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und das Video. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal. Es ist völlig kostenlos. Alle Videos sind kostenlos. Glocke aktivieren, auch ganz wichtig, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und wenn ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut sehr gerne einmal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!